Ja, das Stück ist von Ariel Dorfmann aus den 90ern. Er bezieht sich sehr viel auf Chile, aber eigentlich steht im Text, es ist ein nicht näher definiertes südamerikanisches Land. Da gab es viele Militärdiktaturen. Die Situation, die wir schildern, ist ein Anfang einer Demokratie und man kann dem Rechtsstaat noch nicht ganz vertrauen. Ich, Gerardo Escobar, ehemaliger Widerstandskämpfer, werde meinen Namen nicht hergeben für einen so faulen Kompromiss, für einen solchen Verrat. Verrat, Pauline? Ich kann mit dieser Kommission die Fälle langsam aufklären. Gerardo steht quasi für diese Justiz, er ist Anwalt, versucht es mit aufzubauen und Paulina ist aber ein Opfer quasi dieser ehemaligen Militärdiktatur geworden und wurde gefoltert und auch vergewaltigt. Dr. Miranda ist Arzt und in der Nacht auf der Heimfahrt sammelt er einen anderen Mann auf, der eine Autopanne hat und dann nimmt dieser Abend oder diese Nacht ihren Lauf. Des Weiteren klage ich Dr. Miranda der mehrfachen Vergewaltigung an Paulina Salas an. Um genau zu sein, 14 Mal, wobei jeweils Schuberts, der Tod und das Mädchen aus billigen Lautsprechern klang. 14 Mal? Das ist doch verrückt. Ich hatte nichts mit irgendwelchen Schlägen oder Folter zu tun. Für den Gerardo ist die Tatsache, dass sie ihn an der Stimme erkennt, in ihre Augen waren verbunden, nicht ausreichend als Beweis. Und er hat Zweifel, ob das denn tatsächlich bestimmt. Also egal wie sicher du bist, ganz egal wie schrecklich deine Anschuldigungen sind, er hat ein Recht, sich zu verteidigen. Das ist das, wo, finde ich, die Beziehung auch in dem Stück auf eine ziemliche Probe gestellt wird, weil das natürlich unfassbar nervig ist, als Betroffene sich anhören zu müssen. Naja, also es muss ja alles fair zugehen. Ich verlor den Bezug zu meiner Identität und zum eigenen Moralkodex. Ja, es hat dir gefallen, gib's doch zu. Gib ihm eine Chance! Ja gut, mach weiter, komm zum Punkt. Das ist ja das Bestreben am Menschsein, trotzdem zu versuchen, Dinge einzuhalten und einem Auge um Auge, Zahn um Zahn zum Beispiel, vielleicht doch zu entsagen. Da war mir wichtig, mit der Schauspielerin Anne Müller so eine Figur zu erschaffen, die auch eine Stärke hat durch ihr Trauma. Insgesamt ist es einfach ein sehr gut gebauter Thriller. Schuberts Streichquartett ist nicht zufällig drin und ich habe versucht dann mit dem Musiker Nico Mohammadi hier ein elektronisches, härteres Medium zu holen und den Schubert wirklich nur als Zitat drin zu lassen.